Wir haben hier das Display und hier sehen wir eigentlich mit Stufe 1, wenn der Akku voll geladen ist, kann man 52 km machen. Mit Stufe 2 42, mit Stufe 3 29. Jetzt testen wir das Ganze mal, dass ihr auch seht, wie das aussieht, wenn man mit dem fährt. Das ist ein sehr schönes Bike mit einem sehr schönen Rahmen. Und zwar haben wir hier eigentlich sehr gutes Gelände. Da geht es ziemlich steil rauf überall. Und jetzt testen wir das Ganze. Oh, wow, super. Also wir sind hier auf 20 km/h, Stufe 3, mit ein bisschen Trampen. Wir hören den Motor. Das ist ein 2011er Modell. Den hat man jetzt eigentlich am Anfang recht gehört, den Motor. Und jetzt, wo er weniger muss arbeiten muss, hört man ihn eigentlich praktisch nicht mehr. Wir sind auf 25 km/h Stufe 3. Also wirklich wow, sehr gutes Bike. Wir haben hier nur rechts die Schaltung. Also bei meinem haben wir nicht so viele Schalter, mit 24 oder 27 wie die anderen Bikes. Aber jetzt sehen wir ihn hier, wenn es recht steil darauf geht, dass das eigentlich dem Bike gar nicht macht. Sobald er mehr muss arbeiten, den Motor, hören wir den ein bisschen lauter. Das ist einfach bei den älteren Bikes eher so. Bei den neueren hat man eigentlich nichts mehr. Jetzt geht das Ganze hier ab. Genau. Ich denke, ich kann mit dem Video euch einen kleinen Eindruck verschaffen. Elektrobike fahren macht sehr viel Spass und ich wünsche euch viel Spass beim selben Fahren.